Wenn jetzt dann die Sonne wieder rauskommt und wieder unsere Herzen erwärmt, uns wieder anlächelt, so wie wir in die Welt lächeln, dann glaube ich, kann da jeder für sich, so wie ich auch, eine Minute der Dankbarkeit inszenieren. Der Dankbarkeit dessen, dass wir da sein dürfen, der Dankbarkeit gegenüber dem Ein- und dem Ausatmen und einfach der Dankbarkeit dessen oder dem gegenüber, wo wir oder was wir jetzt alles erleben dürfen. Es ist ja ein unglaubliches Geschenk, was uns gerade alles zuteil wird. Gerade jetzt im Zeitpunkt oder zum Zeitpunkt der für viele Menschen größten Angst vor einem neuen Weltkrieg oder einer Katastrophe oder was auch immer, jetzt erleben zu dürfen, dass jeder von uns aktiv am Weltfrieden teilhaben, mitwirken und teilnehmen kann. Teilgeben, ja, seinen Teil geben. Wir wollen ja immer nur teilnehmen und beim Weltfrieden sind wir keine Teilnehmer, sondern auch Teilgeber. Also jeder von uns hat ein Leben gegeben bekommen, um es anzunehmen und dann in diesem Zustand des angenommenen Lebens auch wirklich herzugehen und das wieder geben oder weitergeben zu dürfen. Und in diesem Sinne danke ich dafür, dankbar sein zu können und jeden Tag so eine Kleinigkeit zu geben, die einen Impuls gibt und vielleicht dabei hilft, ein bisschen dankbarer zu werden. Namaste.